So. So. Guten Morgen, ihr lieben Zuschauer, Zuschauerinnen da draußen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Justus König, bekannt als Indiana Jones Darmdarer oder euer Captain America, Justus Darmdarer. Und das ist mein YouTube-Kanal, Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Nein, ich bin nicht klein geworden, auch weil ich heute Nachtschicht hatte. Das ist die große XXL-Bank von Rainers Acker, Markus Acker am Fluss Main. 3 Kilometer von der Schildplatz im Landkreis Würzburg. Ja, ich bin jetzt hier runtergefahren, hatte heute Nachtschicht gehabt. Heute ist ja Dienstag, es ist gerade 6.30 Uhr rum. Nachtschicht gut erstanden. Ja, also ich habe ja gestern Allerheiligen, 1. November. Davor war ja Montag, da habe ich Spätschicht gehabt von 6 bis 22 Uhr. Und ja, dann habe ich heute früh, also gestern geschlafen bis 10 Uhr. Dann was gegessen, dann sind wir in Schwamberg umgegangen. Am Parkplatz Schwamberg, zum Schloss Schwamberg. Schwamberg-Park, dann dort ein Poseidon mit Kreuzer vorbei, dann ein Hirschler und Golden Kohl vorbei, dann an Rosalem vorbei, dann an Zugpflanze vorbei, dann an diese Gedenkstätte, was es ist da, diese Figuren, dann an den Keltenwald vorbei, diese Bergaufstellung, bis hin zu dieser Schutzhütte, Wanderhütte, wo die Aufklärung ist von dem Friedwald. Dann zurückgelaufen, ja, beim Park, ja. Und dann nach Hause gefahren. Um 15 Uhr ungefähr rum war ich zu Hause. Hab dann geschlafen bis 8 Uhr. Und dann was gegessen und Fernsehen geguckt und dann Fernsehen fertig gemacht und dann 21 Uhr losgefahren und 21.30 Uhr schon da gewesen. Und dann 22 Uhr angefangen zu arbeiten. Ja, die Nacht war echt cool, locker. Als ich angefangen habe, hat es angefühlt, wenn ich eine Frühschicht veranstalte. Frühschicht. Und dann. Tag rum. Dann war die erste Pause 5 Stunden lang um 0.30 Uhr ist die erste Pause und die zweite Pause ist dann um 3.30 Uhr. Sowas war 0.30 Uhr. Wo war das Pause? Über 2x15 Minuten bis 6 Uhr. Bis auf 6 Uhr losging, hat es angefühlt dann wie Spätschicht, weil dunkel hat. Also früh Anfang. Angefangen haben, hat es dann für die Frühschicht mit der Dunkelheit, weil du gehst ja vor in der Früh hin. Das ist dunkel, jetzt. Und dann, als du gehst, ist auch dunkel, denkst du, das ist wie Spätschicht. Also, ich bin noch fit. Die meisten sagen, erste Nachtschicht ist eigentlich der erste Tag. Ja, also, ich bin fit. Hat mir gefallen, war voll gechillt, ganz ruhig. Man kann einfach ohne, also einfach gechillt arbeiten, weil nur zwei Maschinen, also nur zwei ein paar Leute sagen, okay, Nachtschicht. Das war der erste Nachtschicht, dann hier Nachtschicht gemacht und dann fand es wieder heute abends an. Dann fängt es wieder heute um 22 Uhr an, nächste Nachtschicht. Von Mittwoch auf Donnerstag und dann die letzte Nachtschicht von Donnerstag auf Freitag. Und dann, wenn ich Glück habe, weil es gut läuft, weil ich Freitag um 6 Uhr Feierabendwochenende. Das heißt, dann geht der Kumpel halt fort. Eigentlich geplant in der Freizeitland Geiselwind, weil das soll dann wenig am Freitag bis 1 Uhr offen haben. Falls es regnen sollte, nach dem Wetterradar 80% Regen, dann machen wir was anderes. Gehen wir halt Museum oder fahren in der, nach Nürnberg, die Großstadt oder gucken uns in Stuttgart was an. Keine Ahnung, der belegt sich dann schon was, kennt sich aus. Gut, jedenfalls bin ich hier in Rasacker und obwohl ich euch wieder berichten von meiner ersten Nachtschicht. Weil ich euch interessiert, wie es war. Also, mir hat es gefallen. Ja. Und jetzt fahre ich jetzt nach Würzburg und heute schlafen. Wie lange? Keine Ahnung. Bis 12 Uhr. Also, keine Ahnung. Mal sehen. Jetzt noch zu schlafen. Gut. Dann bedanke mich fürs Zuschauen, Anschauen. Wenn ihr euch wieder gefallen habt, ist ein Like da, Daumen hoch. Und wünsche euch allen einen guten Morgen. Die Ferien haben, schöne Ferien, die Urlaub haben, schönen Urlaub und Rest einen schönen Tag. Ganz jung, passt auf. Ich schalte jetzt um auf die GoPro. Das macht die Handy, weil die GoPro ist einfach zu dunkel ist. Mache jetzt das Handy. Jetzt auf Handy, GoPro und dann. Ja, das ist von Schwamberg. Das Video muss ich auch bearbeiten. Ich habe gestern halt
so 19 Uhr bis 20 Uhr halt noch dieses andere, wie das halt Beschreibung hinzugefügt. Von Wittbrücher Mantelsonntag. Jetzt muss ich halt noch erst noch bearbeiten von Schwanberg und dann werde ich es auch hochladen. Noch ein laufendes Tages wird auch von rein sein, hoffe ich, wenn alles gut läuft. Justus oben aus. Und alles mache ich nur, weil es mir Spaß macht. Also, das ist mein Hobby. Das wäre hier. Und da hoch. Seit 2050 ist diese XXL-Bank. Ja, da hoch. Leuchtung, Leuchtung. Euer Justus, der andere. Wieder mit dem Sommer auf. Weil der neue Tag beginnt. Ein schöner Mittwoch, wenn es wahrscheinlich. Ich hoffe, der Freitag wird genauso schön. Dann, Geiselwind. Freizeit dran, Geiselwind. Und wenn Sonntag, wenn Samstag auch noch schönes Wetter ist, Freitag dann. Freizeit dann. Freizeitpark. Schloss Tour. So, jetzt sind wir runter. Also wirklich ein großer Park. Ich bin 2 Meter groß und die ist halt viel größer. Wirklich 2 Meter. Mein Name ist Justus. Wo war der Auto? Also. Ich bin noch mit. Ich kann den noch mal ausreißen. Ich hab nur einen Typ. Einen Typ. Ich wollte. Bevor ich zurückgekommen bin, habe ich einen Cheating bekommen. War kein Red Bull, sondern von. Sondern dieses gute, günstige von Ethika. Also. So. So. Ganz einfach. Sonne geht auf. Oh, da sind ein paar. Das war unter, das waren meine Fußspuren. Oh, der Boden ist ganz feucht, ganz nass. Heißt, war Schuhe nass, aber hör, scheiße. Ist ja toll. Gut. Ja, ja, das Auto ist gleich da vorne. Ja, geht langsam die Sonne auf, ne? Das ist unser Morgenspaziergang noch. Und dann geht's ab ins Bett. Geschlafen, ein paar Stunden lang. Habe noch vor, noch Lust gehabt vor nicht schlafen gehen, nochmal laufen. Das wäre so herrlich hier. Kann ich auch sehen, wie die Sonne hier untergeht auch nicht. Ja, hinter mir geht die Sonne unter. Auf, Mann. Sorry. Jo. Ja, das Licht habe ich nur an für die GoPro, das hier ist einfach nicht. Das ganze Zeug ist so dunkel. Ja, sonst würde ich sagen, hier einen Daumen hoch geben. Einen Daumen hoch. Also, wenn euch das Video gefällt, macht einen Daumen hoch. Da wird man euch loben. Ich sage immer SpongeBob zu Patrick, wo sie das Handy getroffen hat zum ersten Mal von der Serie SpongeBob Schwankopf. Also, wenn ihr einen Daumen hoch macht, da werde ich euch loben, weil es gefällt mir und die Freunde. Das Video. Ihr könnt auch das Video ruhig euren Freunden zeigen oder teilen oder meinen Kanal filmen anderen Leuten. Und lasst ein Abo da, meinen YouTube-Kanal, der andere Schons auf der Suche nach neuen Abenteuer. Und ihr könnt mich einfach finden. Gebt einfach Namen ein oder Titel. Justus König oder Justus unterwegs. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Die Glocke sagt euch, wenn ein neues Video online ist, dann verpasst ihr keins. Und das Beste ist, mein YouTube-Kanal hat eine Playlist. Und die Playlist ist von meinen Videos. Das bestimmte Themen. Also Thema Pokerine, alles Videos von Pokerine. Nur ein Beispiel. Ja, habe ich aufgekommen da, extra für euch. Und dann habt ihr auch eine Möglichkeit, mich noch zu folgen oder zu erreichen, schreiben, nämlich auf Instagram und TikTok. Da habe ich auch ein Profil. Mein TikTok-Name lautet JustusDarm913. Also, ich wiederhole, mein TikTok-Profil lautet JustusDarm913. Warum 13? Das ist ein Glückszahl, finde ich, für mich. Also 13. Folgen und ich folge euch zurück, dann könnt ihr mich schreiben. Und habt auch Instagram mich so Chance zu folgen und Sachen zu schreiben. Mein Instagram-Name lautet Indiana Jones der Abenteurer mit meinem Profilbild. Ja. Also,
Das will ich, könnte ich so erreichen. Und alle, die folgen, freue ich mich auch. Schreiben. Freue ich auch immer gerne, neue, nette Fans zu treffen und zu schreiben. Oh, das Schild ist aber neu. Schrittgeschwindigkeit. Kenne ich gar nicht. So ein Schild kennen wir gar nicht. Schrittgeschwindigkeit. Ist neu. Ja, die Sonne wird schon mehr aufgehen, ne? Da steht mein Auto. Das ist kleines Bächlein. Und eine schöne Staustufe. Ja, weiter. Ja, ist ja wunderschön hier, Rastakak. Also hier gefällt es mir auch. Da vorne eine gute Baustelle, man kann ja runter gut laufen, gut chillen, abhängen. Jedenfalls Sommer hatte der alte Ort hier. Du hast hier liegen, du hast gut durchladen, einen grünen Sandstrand, kannst reinschwimmen. Früher war hier die Fähre von meiner Zeit. Ja. Und es gibt auch kann ja noch solche Fahrzeuge auch sein, diese ausschauen wie Autos nur zu fahren wie Fahrrad. Also, was will mehr? Und die Kinder haben sogar einen Spielplatz und da haben sie auch genug Bänke zum Picknicken. Ja. Im Fahrradweg. Da ist sogar für die Leute zum Chillen. Aber eher zu sich sonnen können. Meine Schuhe sind auch nass. Ja, scheiße. Das ist nicht gut. Ja, und da haben wir die große Linde. Was ist das für ein Baum? Da haben wir die Ende wackelig. Und da war früher halt von meiner Zeit die Fähre. Oh, da kommt eine ganze Ganzfamilie. Quack, 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 quack. Einen Daumen hoch gemacht auf die Familie. Oder? Wunderschön, ne? Und die Sonne geht auf. Das sind die Enten, genau, das sind Enten von mir. Und da haben wir Ketter, kann man noch anbinden. Das war doch wahrscheinlich von der Fähre drüben. Reste von der Fähre. Und da haben wir einen guten Schottenplatz. Ich hätte auch schon ein Video gemacht, wo ich hier geschwommen bin. Aber ich bin auch schon öfters geschwommen. Und da vorne ist der Dönerladen. Der ist da gut hier in Rasacker, da vorne. Gleich. Ja, jetzt brauchen wir das Licht über Licht. Es ist schon älter genug. Genau, Quark, Quark, Quark. Sagt der Ende richtig. Quark, Quark. Du brauchst es nimmer. Die Sonne ist schon auf. Sonne, geh auf, lass ein schönes Wetter werden. Aber am Freitag genauso, da kann man fortgehen wieder. Gut. Was ist das Auto jetzt? Muss ich gar nicht suchen, ich weiß ja, wo es ist. Und morgen mache ich, will ich auch noch mal so ein Video machen, woanders am Standort, wo auch schon ist. Das war eine Überraschung, wenn ich morgen fit bin nach der Arbeit. Aber weiß ja nicht. Vielleicht will ich morgen Stadtbau, keine Ahnung. Werde schon sehen. Hey, was ist da? King Alex. Bimmi. Und zwar heute früh, wo ich zum Auto gegangen bin, von der Arbeit raus, war es 9,5 Grad und überall mit ja, Wasser nass. Gut. Also, viele Grüße aus Rasacker und nochmals danke fürs Zuschauen und Einschalten. Beehrt uns bald wieder. Ich gehe schlafen. Sag gute Nacht, also für mich alle nicht. Alle anderen guten Morgen.
Schönen Tag. Ende Aufnahme. Ciao, ciao. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer ist das der Abenteurer. Alles ist easy. Solange wir wild sind, geht's uns gut. Ende der Aufnahme. Justus Game Over. Ciao. Freunde.